Das Matura-Projekt der Handelsakademie Weidhofen, der Pilates-Workshop Body and Brain Power, hat nicht nur durch das Engagement der Schüler, sondern auch durch den bekannten Stargast Juliana Aframe für große Aufmerksamkeit gesorgt. Juliana Aframe unterrichtet in ihrem Hamburger Studio klassisches Pilates nach dem Erfinder Joseph Pilates und war begeistert über die professionelle Vorbereitung und die vielen interessierten Teilnehmer. Ein ganz großes Dankeschön an die Evi und an das ganze Team für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, hier zu sein und fühle mich sehr geehrt und habe auch verfolgt über die letzten Monate, mit was für einem Einsatz ihr hier die Veranstaltung promotet habt, beworben habt. Der Pilates-Workshop war in drei Teile gegliedert und beinhaltete unter anderem den Lifetime Pilates Circle von Magister Eva Obenaus. Die Schüler präsentierten ein einfaches Programm namens Office Break, das man entweder in der Schule oder auch im Büro ausführen kann. Gespannt wartete man auf den Vortrag von Juliana Aframe, die ein neues Trainingsprogramm namens Bootcamp vorstellte. Was oft ganz einfach aussieht, hat durchdachte Gründe und trainiert Körper, Konzentration, Koordination und Flexibilität und ist weit mehr als ein Hausfrauen-Fitnessprogramm. Ich glaube, es ist einfach ein zeitloses Training. Pilates hat ja früh angefangen, schon sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich so die Essenz einer aufrechten Haltung, eines gesunden Lebensstils auch, und hat von vornherein gesagt, es geht um die Körpermitte. Die muss stark sein, die Wirbelsäule muss beweglich sein. Und das sind so zentrale Themen, die sind zeitlos, gelten damals wie heute. Wir befinden uns hier in einer Schule. Jetzt wird auch Pilates schon an Schulen gelehrt. Ist eigentlich Pilates für jüngere oder für ältere Menschen geeignet? Das ist völlig egal. Alle, die sich gerne bewegen und was für sich tun möchten, für die ist Pilates ein hervorragender Sport. Also es geht los von 11 bis 80, kann das jeder machen. Wenn man die ganze Werbung beachtet, von Barbara Becker bis zu Madonna, eigentlich die Frauen federführend. Genau, das ist ein bisschen schade, dass das so untergekommen ist, weil Pilates natürlich für Männer genauso toll ist wie auch für die Frauen. Aber die Frauen, bei denen verkauft sich das natürlich immer ein bisschen besser. Und grundsätzlich ist es so, dass Pilates eigentlich ein richtiges Training ist, wo man schwitzt und was anstrengend sein darf und wo, wie gesagt, mit Widerständen, mit den Geräten gearbeitet wird. Also das finden Männer eigentlich schon ganz toll, wenn es dann auch so unterrichtet wird, wie es Herr Pilates gemacht hat. Wenn ich mir Pilates im Internet anschaue, dann habe ich den Eindruck, es gibt zwei Welten von Pilates. Die eine Welt ist ein Training ohne Geräte auf der Matte, und dann gibt es aber sehr oft sehr futuristisch aussehende Geräte. Das stimmt. Und eigentlich ist die Pilates-Methode eins. Es gibt nur das Pilates-Training, und so wie es Pilates gemacht hat, hat er immer das Gerätetraining oder war der größte Teil seines Trainings immer das an den Geräten. Und der Mattenteil war immer nur ein ganz kleiner, weil die Mattenübungen haben die Teilnehmer oder seine Kunden als Homework, als Hausaufgabe quasi bekommen. Und wenn man bei ihm im Studio trainiert hat, dann hat man das fast ausschließlich auf den Geräten gemacht. Nun gut, es ist aber so, dass jetzt nicht überall diese Pilates-Studios vorhanden sind. Was mache ich jetzt, wenn ich kein Studio in der Nähe habe? Wenn ich kein Studio in der Nähe habe, dann kann ich mich natürlich auch mit der Matte begnügen, sollte dann aber unbedingt darauf achten, dass ich einen kompetenten Trainer bekomme. Es trainiert nicht nur den Körper. Nein, sondern es geht auch um die Konzentration. Das ist ja das Schöne an der Methode, dass man wirklich eine ganze Stunde Zeit hat, sich ausschließlich um seinen eigenen Körper zu kümmern. Also sprich, es gibt keine Musik im Hintergrund, es geht nicht darum, sich auszupowern, zu schwitzen. Also man schwitzt natürlich schon, aber es geht wirklich darum, die Übung möglichst präzise und genau auszuführen. Es ist wichtig, dass man seine eigene Übungsreihenfolge auch kennt und die Übungen, und man weiß, welche Übungen wann kommen, sodass man wirklich 60 Minuten in dem Moment ist und sich nur mit seinem eigenen Körper beschäftigt und das entspannt. Das Fitnessprogramm Pilates stärkt den Körper, aber auch die Seele.